Hallo liebe YouTube-Freunde! Ja, der große Tag ist gekommen. Wir setzen uns noch ein bisschen weiter unter Druck. Die Presse steht noch da hinten. Im Moment sind noch keine neuen Teile eingebaut, also es wird spannend. Aber die nächsten 4 Tage ist gutes Wetter gemeldet. Endlich mal nochmal. Sonne. Sonne satt, ich bin gespannt. Und ja, da haben wir die Chance genutzt und mähen jetzt hier den zweiten Schnitt. Ah, haben schon wieder 7:30 wahrscheinlich. Eine Wiese habe ich schon gemäht, 7:40 sogar. Und der Kollege Yannick mäht jetzt mal hier, damit ich schon mal von außen was filmen kann, was erzählen kann, wie auch immer. Pressenteile kommen morgen, sodass es hoffentlich funktioniert. Ansonsten muss mein geschätzter Arbeitskollege mit seiner Welge abholen, nochmal hierher kommen. Jo. Aber wir gehen jetzt mal vom Besten aus und hoffen, dass das funktioniert. Boah, ist das ein geiler Güldner, ey. Das Mähwerk, das könnte schon wieder nur größer sein. Das ist hier wirklich der Engpass beim Grasmähen. Ich habe ihm gesagt, es kommt hier nicht auf den allerletzten Zentimeter an, weil wir haben sowieso schon so viel Heu für 2 Jahre wahrscheinlich. Also da muss auf jeden Fall was verkauft werden, aber das, was hier drauf steht, ist richtig geiles Gras. Richtig schön saftig, also da wäre ich mal gern ein Tier, würde ich sagen. Ah, was haben wir hier für eine Schnitthöhe? Ist nicht, kommt mir relativ kurz vor, aber wenn ich mir das so angucke, sind das auch locker 8 cm. Jo. Funktioniert ganz gut, das Mähwerk hat nochmal neue Klingen drauf, jetzt rennt es auch nochmal ein bisschen besser. Jo. Ich würde sagen, es geht ja hier hauptsächlich um die Presseneinsatz, deswegen weiß ich nicht, wie viel ich hier filmen werde von dem ganzen Wenden und so weiter. Ich mache jetzt erstmal den Wender klar. Hängt den mal an den Hanomag vermutlich. Und dann geht's los mit Wenden. Dann fahre ich hier über die andere Wiese schon mal drüber. Dann macht der Vater das morgen nicht mehr direkt zu machen. Jo. Ist auf jeden Fall schon eine gute Matte drauf hier. Leute, ich bin jetzt am Wenden. Ich hoffe, man versteht was. Ich habe mir noch einen anderen Schlepper geholt. So fahre ich jetzt hier mit dem Alter. Ja. Der Wender, der läuft. Jetzt ist mal noch nichts übergesprungen. Endlich kann der Bulldog hier auch mal was machen. So, das schmeißt doch schon. Alter, der Bulle geht ja voll in die Knie, ey. PS am Limit. Nicht geht. Geil. Ich drehe jetzt mal noch ein paar Runden hier. Und dann kann das die nächsten Tage trocknen, ne? Ich habe doch nachgelassen, das Wenden bringt nichts, außer dass man das nasse Gras auf die noch viel nassere Untergrund schmeißt. Also ich glaube, es ist sinnvoller, jetzt erstmal trocknen zu lassen, morgen, bis der Tau weg ist. Und dann kann man das verteilen. Jo. Kollege ist hier immer noch am Mähen, ich stehe hier mit dem HC rum, oh, aber ist ja nicht mehr viel.
Er meint, da hinten steht ganz gut Fuhre. Da müssen wir mal, muss ich mal gucken. Ich glaube, hier vorne habe ich ja mal nachgesät. Da steht es am höchsten, so wie ich das jetzt sehe. Da ist das Gras noch jung. Ja, ich melde mich dann morgen nochmal oder übermorgen, je nachdem, wann die Pressenteile kommen. Dann machen wir die Presse fertig. Und dann hoffen wir mal, dass das Ding läuft. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Material zum Antesten. Oben liegt das Stroh. Das habe ich heute nochmal gewandt. Das ist auch bereit zum Pressen. Wenn es morgen nochmal getrocknet ist. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Presse läuft. Dass wir vielleicht am Freitag das Stroh pressen können. Heute ist Mittwoch. Und dann, ja. Und dann am Sonntag das Krummet. Alles klar. Saubere Arbeit. Landtechnik-Freunde, es geht weiter. Da steht der Patient. Hier sind die Teile, die hoffentlich passen und funktionieren. Ansonsten haben wir ein großes Problem und wir können wieder nicht selber pressen dieses Jahr. Tja, deswegen heißt es nichts wie los und anfangen. Gucken, ob das hier so passt, wie ich mir das vorstelle. Ach, wenn ich das schon wieder sehe, dann fange ich ja schon wieder an zu weinen. Tja, so mal gucken, was man hier alles losschrauben muss, wo, an welche Seite man am besten rangeht. Aber das kriegen wir schon gebacken, ne? Schöne Teile, ein Zahnrad, zweites Zahnrad, ja, die sehen immer viel schöner aus als die alten. Und hier die Scheibe, so wie sie sagen, original wie Velga. Ich habe extra mal die teurere geholt. Oh, da steht AP12 drauf, das stimmt aber mal nicht. Weil die AP12 sieht komplett anders aus. Ja. Das hier. Was ist gerade? Und hier ist so eine Kante. Wollen die mich verarschen oder was? Es ist wieder mal soweit, es muss richtig gefuscht werden. Hier die Knoterwelle, da liegt sie in Teilen, da hinten liegen die zwei Knoter. Hier liegt das gute Laufrad, was man jetzt beim genaueren Betrachten auch sieht, dass das ziemlich Schrott ist. Hier ist das andere. Ja, und da habe ich wieder den gleichen Trick wie beim Wender gemacht. Einfach mal aufschweißen, das hier ist der erste Test. Da hinten muss ich noch ein bisschen, da muss ich noch ein bisschen wegschleifen. Ich meine, vielleicht funktioniert das, vielleicht auch nicht, wird sich zeigen, ne? Das muss ja hier irgendwie so ankommen, dass es genau hier drauf sich so wegdreht. Und hier kommt das so an. So, so, so. Ja, hier der Zahn war auf jeden Fall deutlich zu kurz, hier vorne der. Ich schätze, dass das schon das Problem war und wahrscheinlich, dass hier das Zahnrad auch eingelaufen ist. Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mehr schweißen soll oder ob ich es mal so probieren soll. Es fühlt sich aber jetzt mal nicht so verkehrt an. Hat sich erstaunlich gut schweißen lassen. Hier einfach wieder mit SG3-Draht draufgeschweißt auf dem Gussteil. Ja, da werden sich die Arbeitskollegen wieder denken, ach du Scheiße, was macht der Kerl da? Aber ich sag's euch, Gussschweißen mit Mack, das ist die Lösung. Gut, ja, weiß nicht, vielleicht schleife ich jetzt hier noch ein bisschen fein, aber dann würde ich das nochmal einbauen und vielleicht können wir heute schon einen Ballen pressen. Ich meine, das muss jetzt nur noch, ich habe ja das falsch bestellt, habt ihr ja gesehen, ich habe jetzt neue bestellt, aber ja, wenn das, der muss ja nur 200 Ballen halten, gerade das Krummet wegpressen, das Stroh wegpressen noch und dann ist es Zappe für dieses Jahr. Und dann kann das Ding wieder rumstehen und ich kann nächsten Jahr im Frühjahr dann in aller Ruhe dran gehen und mich darum kümmern, dass die neuen Teile da reinkommen.
Jo. Naja, ich glaube, ich rufe jetzt mal einen Yannick. Dann bauen wir das hier nochmal zusammen. Okay, seid gespannt. Ich bin es auch. Freunde, ihr ahnt es nicht. Wie ja gefühlt eine Ewigkeit später ist das ganze Ding hier wieder drin. Sieht doch gut aus, alles steht mal parallel. Jo, wir fuddeln jetzt mal das Garn rein und machen den ersten Testlauf, ob er das hier oben einfädelt. Bin mir mal gespannt. Es ist soweit, wir starten den Schlepper und gucken uns einfach mal an, was passiert. Ohne Zapfwelle geht wohl nichts, hä? Es ist nicht zu glauben, ich weiß es auch nicht. Es ist immer wieder was Neues, was uns auffällt. Ja, Jani. Das hat sich nicht gut angehört. Tja, Freunde, das war's mit der Pressaktion für dieses Jahr. Damit hat sich das Pressen auf jeden Fall erledigt. Gucken wir uns doch den Schaden mal an. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, was da passiert ist. Auf jeden Fall die Knüpferwelle blockiert, so wie es aussieht. Und das Zahnrad hat dabei ein paar Zähne gelassen. Ne? Das Zahnrad kostet jetzt 90 Euro. Das ist jetzt nicht so der Riesenverlust, aber trotzdem ist es einfach nur beschissen. Ja, ich weiß nicht, ob hier unser Knoter funktioniert hätte. Von daher rege ich mich vielleicht auch umsonst auf. Jo, aber dieses Jahr wird das mit der Presse dann auf jeden Fall nichts mehr mit der eigenen Presse. Deswegen werde ich wohl wieder pressen lassen müssen, wohl oder übel. Jo, und die Presse bzw. den Schlepper, den kann ich jetzt mal abhängen. Kann ja nochmal untergestellt werden. Mein Vater ist da hinten noch schön am Heuwenden mit dem Allgeier. Schöner Schlepper. Macht sich ganz gut davor, der reicht auf jeden Fall. Und ja, tja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ist jetzt halt blöd gelaufen, aber irgendwann kriege ich dieses Ding hier zum Laufen. Scheint scheinbar nicht unser Freund zu sein. Weiß nicht, ob wir hier gestern was falsch zusammengebaut haben, ich gehe mal von aus. Aber komischerweise, den Trockenlauf hat es ja überstanden, da hat es auch gebunden. Dann zumindest mal den Faden hochgeführt, so wie es sein soll. Jo, und dann war sie halt fest, ne? Also muss man sich im Winter nochmal dran begeben. Auf jeden Fall, wenn man mehr Zeit hat. Ansonsten
Ist das wieder so eine Hauruck-Aktion, da kommt wieder sowas raus wie letztes Mal, wie gestern. Jo, ich werde jetzt die Presse abhängen, den Schlepper in seinen Shop fahren und dann gucken wir mal, dass wir noch was beim Zusammenmachen filmen und beim Pressen. Weiß ich nicht wie viel, das kennt ihr ja schon, aber wir werden das Beste draus machen und ja, irgendwie geht es immer weiter, ne? So, um der schlechten Laune ein bisschen entgegenzuwirken mit der Presse, fahren wir jetzt mal den IHC, hängen vorne das Schild an, hinten den Kultivator, so plane ich das, und dann wird mal der ganze Haufen hier ein bisschen auseinander gedrückt, das alles eingeebnet. Ja, wir befinden uns hier auf meiner Großbaustelle, wie man sieht. Ja. Schön. Mal wo der IHC ist. Der lungert ja hier so vor sich hin. Und wartet nur auf seinen Einsatz. Ich habe die Tür übrigens abgebaut. Im Sommer ist es schon deutlich angenehmer so. Jo. Außerdem erleichtert das ungemein das Aufsteigen, wenn man hier 100.000 Mal drauf muss. So sieht's aus, wenn man zu viele Schlepperschlüssel, Autoschlüssel und Bierdeckel in der Tasche hat. Ach, hier habe ich schon mal einen abgelegt. Da ist noch einer. Tja. Da ist er doch. Dann starten wir die Bude mal. Licht aus. Und dann geht's los. So sollte er jetzt hier starten. So, liebe Leute, das Gespann steht, wie man sieht, war ein bisschen eingewachsen. Und das hier ist unser heutiger Gegner, ne? Da will ich mal sehen, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Also vorne erstmal einebnen ein bisschen und hinten dann die Feinarbeit machen. Natürlich nicht gleichzeitig, sondern da müssen wir auch noch ein bisschen einstellen, dass der nicht so tief geht, sondern nur ganz flach arbeitet. Aber jetzt drücken wir hier erstmal was weg, ne? Vollidiot im Dreckhaufen.
Der nächste Tag, Freunde. Geiles Wetter, der Dreck ist verteilt, zeige ich euch vielleicht gleich noch. Jetzt geht es aber darum, mal mit dem Güldner den Krummet aus den schattigen Ecken gerade ein bisschen rauszumachen, damit Vater danach hier mit dem Allgäuer gerade nochmal drüber fahren kann, damit wir morgen mal wirklich sicher sind, dass das alles trocken ist. Ja, saugeiles Gespann. Aber der Güldner, ich weiß auch nicht, das ist ein richtig geiler Schlepper. Dadurch, dass das Ding schon 9900 Stunden drauf hat, ist der eigentlich echt noch top. Also wenn ich sehe, wie wenig das hier alles ausgejackelt ist. Normalerweise hat man hier überall Luft. Naja, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal. Fahren wir erstmal hier das am Haus. Ja, mal gucken, ob ich da was wegmachen muss. Ich denke, da muss ich auch mal noch ein bisschen die Ecken auskehren. Allein wie das Ding fährt und schaltet, das ist einfach nur... Dann hat der Schnellgang, tausender Zapfwelle, der Schlepper kann eigentlich einfach alles. Zumindest alles, was man braucht. Und für 45 PS geht der verdammt gut. Ist ja auch ein gedrosselter G50 eigentlich. Tja, bevor ich hier noch weiter ins Schwärmen komme, würde ich sagen, ich kehre mal da vorne ein bisschen aus. Ah, das riecht so geil, das ist einfach nur schön. Da habe ich den Schmerz mit der Presse noch glatt wieder vergessen. Stoppen, zweiter Straßengang, tausender Welle rein. So, dreht sich, klappert nichts. Perfekt. Jetzt stellen wir uns hier noch die Tiefenbegrenzung ein. Ja, kann ich gerade schlecht machen. So, wunderbar macht er hier schon. Arbeitet er. Also Tiefenbegrenzung, so ist gut. Das ist hier ganz primitiv gelöst. Ich weiß gar nicht, ob das Original ist oder ob der Vorbesitzer das hingebaut hat. Ist top. Senkdrossel mal ein bisschen rein, damit das Ding nicht runterknallt, bescheuert. So, ich habe jetzt ziemlich Probleme mit der Kamera gehabt, warum auch immer. Keine Ahnung, ich habe jetzt hier mal schön zusammen gemacht, da unten aus dem nassen Bereich raus. Senkdrossel eingestellt. Bulldog läuft sowieso super, Polyp macht saubere Arbeit, wie immer. Unten fährt noch ein 1046, auch am Wenden. Mein Vater ist mittlerweile mit dem Allgäuer los. Ich würde sagen, ich fahre jetzt zum nächsten Stück. Mach da noch ein bisschen den Schattenraum frei. Und dann geht das los. Da vorne für die Krähen umsonst. Der müsste ich ein bisschen hochschaffen alles, hier geht's schon los. Bisschen grün unten drunter. Aber mein Vater das gleich auseinander macht. Hier liegt aber auch besonders dick, ne? Aber hier habe ich neu eingesät. Erstmal von der ganzen Bachhoch rausholen, das Zeug. Da habe ich wieder Schiss gleich, dass der Karren runterfällt. Das ist schon immer grenzwertig hier. Aber wenn man nicht so nah dran fährt, dann geht's. Der Janik hat auch nicht so nah ausgemäht. Also von daher kein Problem. So.
hier liegt dick, da muss ich alles, da muss ich alles geben. Oi, 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 oi. Jawohl. Jawohl, das kommt Nasi. Jawohl. Gearbeitet. Ui, ui, ui. Rausfahren aus dem Dreck. Wenn das Stützrad nämlich da unten in dem Kuhle läuft, dann sitzt das Ding gerne mal auf dem Boden. Auf dem Boden, ne? Güldner fahren, Güldner fahren. Gibt nichts Geileres als Güldner fahren. Oh. Komm. Könnt ihr mir sagen, was es Geileres gibt als so ein Sommertag? Spätsommertag, muss man dazu sagen. Endlich ja nochmal gutes Wetter. Wo man so mit dem Güldner rumballern kann. Einfach schön entspannt, die Maschine darf sich nicht überarbeiten. Uiuiui. Außerdem will ich ja nicht was Freck fahren, ne? Ach, ist das schön, ey. Da unten sind noch die Krummbarre. Die kommen dann auch bald raus. Ah. So, zweiter Gang. Senken. Guckt euch an, wie schön das runtergeht, ey. Traumhaft. Ich glaube, ich muss dann nochmal eine Bahn hochfahren, wenn der Vater das wieder streut. Schöne Doppelkupplung, da kann man mal so eine Verstopfung, die sich da anbahnt. Bisschen verhindern, ne? Vielleicht sollte ich hier nur eine halbe Spurbreite fahren, sonst wird es wahrscheinlich zu viel für den kleinen Polyp. Vielleicht auch das Stützrad das nächste Mal wegmachen da unten, ne? Weil das blockiert auch ein bisschen. Ja, ich würde sagen, ich mache hier nochmal gerade ein bisschen, fahre noch ein bisschen weiter. Und dann, ja, wenn es nochmal geht, hole ich euch nochmal dazu. So, wir haben uns dann doch umentschieden. Ich mache jetzt zusammen, wir pressen heute noch. Oder lassen pressen. Ich habe mit meinen Arbeitskollegen telefoniert, das wäre kein Problem. Also mache ich jetzt zusammen. Da habe ich schon angefangen. Aber ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Weil er hat gesagt, er kommt in einer guten Stunde. Aber weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber wird schon werden. Ja, Wiese ist leer. Anhänger halb voll. Ne, gab jetzt 234 Ballen. Beim Pressen konnte ich nichts filmen, leider. War halt so, war auch ein anderer als sonst. Aber kein Problem. Wir haben hier alles untergerät und jetzt trinken wir hier noch gemütlich Bier. Und dann räumen wir weiter in unser Lagerzelt ein. Das hat Spaß gemacht. Ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst. Abo. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.